Trennung und Trennungen gehören inzwischen, man mag das bedauern, man mag es ja akzeptieren, Trennungen gehören zum täglichen Erlebnis und Geschäft im Unternehmen. Aber Trennung ist nicht gleich Trennung und diese Unterschiede resultieren auch sehr, sehr stark aus der Tatsache, wie Trennungen kommuniziert werden. Ich spreche zum Thema heute mit Dr. Groß. Guten Tag, Herr Dr. Groß. Ja, grüß Sie. Herr Dr. Groß, Trennungskommunikation. Welche Bedeutung hat das Thema für Sie, für Ihre Arbeit, für die PICOM inzwischen erlangt? Also mittlerweile ist das ein Standard geworden. Leider muss man sagen, andererseits ist es natürlich auch das Normalste der Welt, dass irgendwann mal eine geschäftliche Beziehung auch zu Ende gehen kann, vor der Rente. Also das war schon immer so und es wird in Zukunft auch so sein. Aktuell natürlich hat das eine gewisse, ich sag mal, Brisanz bekommen, logischerweise. Wenn die Konjunktur in die Knie geht, dann wird dieses Thema für Unternehmen natürlich aktueller als in Boomzeiten, logischerweise. Wichtig ist, kurze Formel, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das heißt, Klarheit, Transparenz zu schaffen, so weit wie möglich, ist das Wichtigste. Weil man darf ja nicht nur an die denken, die das Unternehmen leider verlassen müssen. Ja, da sollte man auch offen, fair, schnell kommunizieren, sondern vor allen Dingen auch an die, die im Unternehmen bleiben. Weil wie man mit in so einer Trennungskommunikation umgeht, reflektiert ja auch und strahlt unwahrscheinlich auf, aus die auf, die noch bleiben. Weil die merken sich das natürlich auch, wie mit anderen umgegangen wird. Jetzt haben Sie schon einige Stichworte vorweggenommen, die mit der Inhaltlichkeit der Trennungskommunikation zu tun haben. Sie sprachen einmal von drei wichtigen Kriterien: Transparenz, Klarheit, Offenheit. Sie sprachen aber auch von Zielgruppen. Vielleicht schauen wir zunächst mal auf den zweiten Teil. Für wen ist die Trennungskommunikation die entscheidende Brücke? Für den verbleibenden Mitarbeiter? Für die, die gehen? Worauf setzen Sie gezielt? Also zunächst mal ist natürlich die Kernzielgruppe der Mitarbeiter, der leider das Unternehmen verlassen muss, logischerweise, weil er ist der am meisten Betroffene davon. Aber damit das Unternehmen auch aus dieser Situation, ich will nicht sagen etwas Positives zieht, aber zumindest für die nächsten Schritte noch frei sich bewegen kann, ist die Bestandsmitarbeiterschaft, die also im Unternehmen verbleibt, eigentlich aus Sicht des Unternehmens die Minimum genauso wichtige Zielgruppe, weil einfach die bekommen ja mit, was passiert. Sie merken sich das auch, weil solche Ereignisse sind natürlich auch die normalen Mitarbeiter, die im Unternehmen bleiben dürfen, natürlich genauso betroffen. Bin nicht unmittelbar, aber zumindest in dem Sinne, als dass sie sich sagen, wann bin ich vielleicht dran, wie geht es jetzt weiter? Und wie in solchen Situationen mit den Mitarbeitern umgegangen wird, mit denen, die das Unternehmen verlassen müssen, merken sich die anderen Mitarbeiter natürlich. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist heutzutage natürlich auch die externe Kommunikation in dem Sinne, dass man natürlich das nicht an die große Glocke hängt. Nur Mitarbeiter heutzutage können in Netzwerken, ich sage nur ein Beispiel, kununu.de, das ist ein Mitarbeiterportal, wo man die Arbeitgeber und auch ehemalige Arbeitgeber beurteilen kann und sofort bekommt das die ganze Welt mit. Insofern sollte man schon auch als Unternehmen darauf beachtet sein, auch aus externen Gründen, gegenüber Kunden etc., das natürlich nicht aktiv zu pushen, aber transparent machen, was beispielsweise bei einem los ist, wenn man größere Entlassungswellen hat. Trennungskommunikation, ein ganz normales, in Anführungszeichen, Geschäft, ein ganz normaler Vorgang.